Willkommen, Herr Maxuli. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Yama Maksudi, gebürtiger Afghane, seit 47 Jahren hier in der Bundesrepublik Deutschland, sprich auch in Stuttgart. Ich habe in Hohenheim studiert und arbeitete ich seit etwa über 30 Jahren im Bereich der Migrations- und Geflüchteten. Und dann bin ich in Ruhestand und zurzeit arbeite ich als persönlicher Referent von Frau Lösch, Mitglied des Landtages in Baden-Württemberg. Und ja, und engagiere ich mich für die Geflüchteten insgesamt, speziell für Geflüchteten in Afghanistan zurzeit, aus Afghanistan. Wie Sie gerade erwähnt haben, ist es ein großes Thema im Moment mit der Abschiebung nach Afghanistan. Und ich wollte gerne wissen, was Sie über dieses Abkommen denken, das die EU mit Afghanistan hat, diese Geflüchteten wieder abzuschieben. Ja, das ist leider nicht was Neues. Das ist schon eine abgelaufene Abkommen, was zwischen der EU und Afghanistan war. Das ist jetzt dieses Jahr abgelaufen. Jetzt will man diesen Vertrag wieder erneuern. Ich finde, dass man Politik auf Rücken der Geflüchteten macht und die Menschen in Afghanistan leben in einer sehr gefährlichen Situation. Sie geraten oft zwischen den Fronten, ob es jetzt die Terrororganisation der Taliban, IS oder sonstige Terrorgruppen sind oder afghanische Regierung. Und aus dieser Perspektivlosigkeit sind die Leute auch gezwungen, das Land zu verlassen. Also da gibt es viele Gründe dafür, dass die Menschen der Afghanistan verlassen. Die verlassen auch nicht aus Lust und Laune, aus Freude, irgendwie sich heimatlos zu machen und auf diesen gefährlichen Weg zu geben, um nach Europa zu kommen. Und wenn sie hier angekommen sind, dann will man genau diese Menschen wieder abschieben. Absurd wird es jetzt zur Zeit, wenn wir gleichzeitig in der EU darüber verhandeln, die Geflüchteten aus Moria aufzunehmen. Darunter sind auch Afghanen. Welche Menschen nimmt man wieder auf und einige anderen, die hier angekommen sind, wieder abzuschieben? Das passt eigentlich zueinander überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Die Beamten schickten die Erklärung an Sie und Frau Losch, um sie mit den Parlamentsmitgliedern der Grünen Partei zu teilen. Mhm. Können Sie uns bitte einige Neuigkeiten mitteilen? Was heißt Neuigkeiten? Ich meine, hier über diese Aufgabe, wir als Grüne sind wir immer für die Menschenrechte gewesen und für Frieden auf der Welt. Insofern war unsere Position und ist unsere Position relativ klar, dass wir so ein Abkommen uns nicht wünschen. Und als wir dieses Statement bzw. diese Erklärung bekommen haben, per Mail, dann haben wir es weitergeleitet an unseren EU-Parlamentarier und die haben es auch schnell reagiert und geantwortet, dass es gut angekommen ist und sie haben an den zuständigen Parlamentarier der Grünen bei der EU das weitergeleitet. Insofern ist es in diesen Prozess reingekommen. Das sind ja sehr erfreuliche Nachrichten. Da freuen wir uns auch. Das zeigt, dass wir Grünen eben sehr schnell reagieren. Ja, das freut mich. Was ist die Position der Grünen Partei, wenn man bezüglich dieses Abkommens, und haben Sie eine klare Position gegenüber diesem Abkommen? Unsere klare Position ist es, dass eben die Menschen hier angekommen sind und dann soll man versuchen, diese Menschen eine Perspektive zu geben und auch in der Gesellschaft zu integrieren und gegen der Abschiebung in den Krisenherden. Ob es Afghanistan ist oder Syrien oder Irak, da unterscheiden sie sich nicht, die Länder, wo es Krieg und Bürgerkrieg herrscht und die Menschen gefährdet sind. Daher aus humanitären und menschlichen Gründen sehen wir das nicht ein, dass es dort die Menschen abgeschoben werden. Wir rufen immer dazu auf, dass wir die Gründe, warum die Menschen ihr Heimatland verlassen, die Fluchtgründe zu bekämpfen. Das ist nämlich die Kriege, wo es überall aufbricht. Und wenn man dagegen vorgeht, auch in der großen Ordnung, dass die Großmächte nicht aus geostrategischen Erwägungen
einen Krieg in einem anderen Land durchführen. Und das steht dort, dadurch entstehen diese sogenannten Stellvertreterkriege in den Ländern. Das soll aufhören und dann ist es auch für die Menschen eine Perspektive gegeben, dass sie im Heimatland bleiben und nicht ihre soziale Struktur, Familie, Verwandte, Freunde verlassen müssen. Dankeschön. Was sollen die Afghanen in Deutschland oder in Europa dagegen tun? Also das wünsche ich mir als Afghane, als Mensch, der sich für die Menschenrechte auch einsetzt, dass man miteinander eben eine Solidarität ausübt, sich zusammentut und ein Lobby zu bilden und auch dagegen einen Aufschrei loszulegen und sagen, wir sind dagegen und sie müssen, auch die Afghanen sind dazu aufgefordert, mehr über ihrem Land hier zu erzählen und auch ein richtiges Bild, ein objektives Bild vermitteln, was in dem Land katastrophal los ist, damit hier auch im Bewusstsein der letzten Politikerinnen und Politiker, die noch nicht begriffen haben, auch mal reinkommt, was in dem Land los ist. Vielen Dank, Herr Maxudin. Sehr gerne.